Obwohl wir wissen, dass du viel zu tun hast, haben wir eine Bitte. Stimmt, aber er sieht unheimlich aus. Und wenn er da liegt, können wir nicht in den Ikebana Club. Die Margarite sagt auch Dankeschön. Hör zu, Sakura! Ich bin von vornherein gegen ihn! Er ist arrogant und sein Aussehen ist auch unverschämt! Was siehst du bloß in ihm? Es nervt mich immer mehr, in dieser Menge zu warten! Ach, tut mir leid. Ich wurde laut. Ich hätte es netter ausdrücken sollen. Uns ist es nicht gelungen, ein einziges Kishin-Ei zu ergattern. Und ohne Kishin-Eier, da holt uns wobei der Geier. Ach ja, tut mir leid. Mm-mm. Das soll ein gutes Wortspiel sein? Ja, das stimmt. Da bin ich sprachlos. Wirklich genial. So können wir Shinigami wirklich nicht unter die Augen treten? Kaminari, was willst du machen? Hörst du das? Kaminari, was passiert hier? Kaminari, hier lang! Oh Mann! Aber warum nur? Es lief doch so gut. Warum? Warum musstest du die Tür öffnen, Yuki? Schlaf gut. Und träum was Schönes, Yuki. Yuki würde sowas Schreckliches niemals sagen. Diese Flausen hat ihn sicherlich dieses Weibsbild Nummer 6 in den Kopf gesetzt. Wenn sie doch bloß nicht mehr wäre. Ich hab's. Ich werde sie verschwinden lassen. Ha! Schnapp dir eine Axt. Wir müssen die Leichen töten. Yuki! Man hat mir nie gedankt. Niemals. Ich wurde immer zurückgelassen. Egal, was ich tat, ich war immer schlecht dabei. Ich war nie worin gut. Ich bereue es nur. Aber trotzdem kann ich nicht aufgeben. Mein schlimmster Fehler ist, dass ich nicht aufhöre, obwohl ich schlecht bin. Ich weiß, dass ich nichts kann, aber ich versuche es dennoch. Wenn ich weiß, dass ich es nicht kann, wieso versuche ich es trotzdem? Wie dumm. War eine gute Idee, hierher zu fahren. Verstehe. Ich bin mit dir einer Meinung. Wir sollten erstmal hier bleiben und neue Kräfte schöpfen. Es tut mir leid. Ich friere und mir ist ganz schrecklich kalt. Wie nett von dir. Fertig. Wieso starrst du mich so an? Ist was? Ich habe den Eindruck, dass du mich zum ersten Mal als weibliche Person ansiehst. Kein Problem. Ich bin solche Blicke gewohnt. Du bist ziemlich direkt. Es gab mal jemanden, der mir sehr viel bedeutet hat.